Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe doch gerade Frösche hier reinspringen sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich sie finde, denn das Wasser spiegelt zu sehr. Auf jeden Fall geht es in diesem Video um die Artenvielfalt in dem Garten. Was so an Blumen blüht, was an Beeren anfängt zu wachsen oder welche vielleicht schon reif sind. Mal sehen. Viel Spaß bei dem Video. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Euer Tanne. Na, wer errät's? Eigentlich typisch für einen Garten. Die Stachelbeere. Genau. Der Rhabarber sieht so gut aus, den können wir doch bald ernten. Und hier auch noch. Großblättriger Oregano. Und direkt daneben Waldmeister. Jetzt habe ich doch tatsächlich den Namen vergessen. Vielleicht fällt euch der Name dieser Blume ein. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Kurz vor der Blüte. Wer hat diesen Käfer schon mal gesehen? Wirklich harmlos, auch wenn der Name anderes vermuten lässt. Das ist der Feuerkäfer. Ich hatte bereits in dem vorigen Video
einige Bilder davon gezeigt. Auf dem Duftschneeball saßen auch gefühlt hunderte von den Rosenkäfern. Und auch hier sind sie zu sehen. Man erkennt es gut.